Hallo allerseits, ich bin Tyler. Und das ist mein jüngerer Bruder Alex. Und zusammen sind wir die Wasserbrüder. Wir nehmen sie mit auf ein Abenteuer um die ganze Welt, wo wir den Zustand unseres blauen Planeten genauer erforschen. Ein Planet, für den die Massen von Wasser und damit die dauerhafte Grundlage für Leben kennzeichnend sind. Begleiten Sie uns also auf unserer Reise, wenn wir die Welt erforschen, um einen Blick auf die wichtigsten Geschichten unserer Zeit zum Thema Wasser zu werfen. Und gemeinsam werden wir lernen, wie wir die wichtigste unserer Ressourcen erhalten. Kanada ist reich beschenkt, wenn es um Trinkwasser geht. Bei den meisten von uns kommt sauberes Trinkwasser direkt zu Hause aus der Leitung, fast umsonst und täglich rund um die Uhr erhältlich. Doch wie sich herausstellt, sind wir eine sehr wählerische Nation, wenn es ums Wasser geht. Kostenloses, sauberes Wasser ist uns noch nicht genug. Und warum sollten wir etwas für umsonst wollen, wenn wir die gleiche Qualität auch für einen tausendfach höheren Preis bekommen können? Ist also in Flaschen abgefülltes Wasser wirklich besser oder bequemer? Oder sind wir nur auf die erfolgreiche Marketingkampagne aller Zeiten hereingefallen? Dies ist Bottlegate, die Mineralwasserverschwörung. Mein Bruder und ich waren fasziniert vom Wachstum der Tafelwasserindustrie. Und wir wollten erfahren, auf welche Weise diese Industrie und unser eigenes Leitungswasser zu Hause reglementiert würden und ob es wirklich einen Unterschied zwischen den beiden gäbe. Wo kommt also Tafelwasser eigentlich her? Stammt alles davon aus entlegenen Bergquellen und Gletschern? Oder könnte es sein, dass das meiste davon nicht weit von uns zu Hause kommt? Wir wussten, dass es viele Gründe gibt, warum in Flaschen abgefülltes Wasser so populär überall in der Welt geworden war. Doch hier in Kanada ergab es für uns keinen Sinn, warum wir so viel konsumierten. Wir haben zu jeder Zeit wenige Meter von uns entfernt Trinkwasser, im Prinzip umsonst aus dem Hahn. Und trotzdem gibt es diese wachsende Tafelwasserindustrie. Eine Multimilliarden-Dollar-Industrie ist hier entstanden, die uns etwas verkauft, was uns bereits zur Verfügung steht. Und mir erscheint das ein wenig bizarr. Es ergibt keinen Sinn. Es muss eine Art kollektiver Irrsinn sein, aber die Leute laufen umher mit diesen Trinkbehältern. Sie werden es kaum glauben, aber es gab mal eine Zeit, in der man sein Haus ohne Wasser verlassen hat. Und man hat auch nie einen Gedanken daran verschwendet. Man hat sich allenfalls dann ein Wasser genommen, wenn man wo war. Wir waren nicht besessen davon, ständig einen Wasservorrat bei uns zu haben, als ob wir auf einem Trip durch die Wüste unterwegs wären. Man nennt es den On-the-Go-Lifestyle, wissen Sie? Tja, das hier ist auch ganz schön bequem und man kann es auch schön nebenher tun und es kostet mich keinen Cent, die hier an meinem Wasserhahn aufzufüllen. In Flaschen abgefülltes Wasser ist um einiges teurer als Leitungswasser. Im Schnitt ist in Flaschen abgefülltes Wasser 1 bis 2000 Mal teurer als das Wasser, das wir in ähnlicher Qualität aus unserer Leitung bekommen. Wenn wir am Tag 2 Flaschen des preisgünstigsten Tafelwassers konsumieren, dann gibt der Kanadier im Durchschnitt wahrscheinlich etwa $500 abzüglich Steuern für Wasser aus. Das sind brutto etwa $750. Wenn man bedenkt, dass das mittlere Einkommen in Kanada gegenwärtig bei durchschnittlich, ich glaube, $28.000 liegt, dann sind das 3% des Jahreseinkommens, das für etwas ausgegeben wird, das man auch umsonst bekommen könnte und tatsächlich sogar schon über die Steuern bezahlt. Wasser wird schon seit Jahrhunderten in Flaschen verkauft. Jedoch erst seit den 80er Jahren und seit man die Möglichkeit hat, leichte Flaschen aus PET-Kunststoff herzustellen, erleben wir einen wahren Boom. PET ist beständig, billig herzustellen und leicht zu recyceln. In den letzten 25 Jahren hat sich in Flaschen abgefülltes Wasser von einem Nischenprodukt zum am schnellsten wachsenden Sektor der gesamten Getränkebranche entwickelt. Und heute trinken 60% der Kanadier täglich in Flaschen abgefülltes Wasser und für einige von uns stellt diese die einzige Trinkwasserquelle dar. Ich habe seit Jahren kein Leitungswasser mehr getrunken. Ich glaube, die Vorstellung, dass dieses hier sauberer sei, ist rein psychologischer Natur. Weil es bequem ist. Bequem? Ja. Und sauberer. Das Leitungswasser, ich meine, dass da immer irgendetwas drin herumschwimmt. Ich weiß auch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht so sauber ist wie in Flaschen abgefülltes Wasser. Die Eltern sagen einem, oh, Leitungswasser ist schlecht. Trink lieber in Flaschen abgefülltes Wasser. Man übernimmt das einfach so.
Gibt es da nicht einen Unterschied? Ist in Flaschen abgefülltes Wasser nicht besser aufbereitet als Leitungswasser? Also warum glauben die Leute so etwas? Ist in Flaschen abgefülltes Wasser wirklich sauberer als Leitungswasser? Vielleicht haben sich diese Vorstellungen so verbreitet, weil wir davon überzeugt wurden, dass Tafelwasserprodukte mehr zu bieten haben als Leitungswasser. Offensichtlich ist das Phänomen schwer zu verstehen. Würden Sie denn für etwas bezahlen, wenn es etwas Entsprechendes in gleich guter Qualität, zumindest oberflächlich betrachtet, kostenlos erhältlich ist? Jedes Mal, wenn uns so ein Verhalten begegnet, neigen wir nach äußeren Einflüssen zu suchen und in der Regel beschuldigen wir das Marketing. Tatsächlich jedoch hat Marketing damit wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun. Nicht in diesem besonderen Fall. Sehen Sie, das Erste, was passierte, bevor in Flaschen abgefülltes Wasser populär wurde, war, dass Wasser populär wurde. Es gab einen riesigen kulturellen Wandel, insbesondere unter besser gebildeten, wohlhabenderen Konsumenten hin zu mehr Gesundheitsbewusstsein. Plötzlich war Gesundsein gleichzeitig cool. Genauso wie man weiße Kopfhörerstöpsel trägt, um zu zeigen, dass man ein Apple-Produkt und keinen 0815 MP3-Player benutzt. Einer der Gründe für das starke Wachstum der Tafelwasserindustrie ist, dass wir Angst vor unserem Leitungswasser haben. Oder wir mögen den Geschmack nicht. Und man hat uns verschiedene Gründe zur Angst vor unserem Leitungswasser geliefert. Einer wäre, dass die Rechtsvorschriften, die wir hierfür erlassen haben, erfordern, dass jedes Problem mit unserem Leitungswasser, das mehrmals täglich untersucht wird, insbesondere in den Großstädten, umgehend der Öffentlichkeit mitgeteilt werden muss. Es gibt immer wieder vorübergehend Probleme mit unserem Wasser. Also hören wir von Zeit zu Zeit in den Nachrichten von Problemen mit unserem Leitungswasser. Und es gab Fälle, in denen die öffentliche Wasserversorgung versagt hat. Vor allem in Kanada bei der Walkerton-Tragödie im Jahr 2000, als 7 Menschen an einer Kontamination mit E. coli-Bakterien verstarben. Seltene Fälle wie dieser haben zu einem Gefühl des Misstrauens bezüglich der Qualität unseres Leitungswassers beigetragen. Und in 1000 Städten in Kanada haben viele Menschen immer noch keinen Zugang zu sauberem, sicherem Leitungswasser, insbesondere unter den First Nations-Gemeinden. Jetzt gibt es also diese wachsende Nachfrage nach in Flaschen abgefülltem Wasser und ein getrübtes Vertrauen in die Wasserqualität. Also mussten die Getränkeabfüller gar nichts Großartiges tun, außer sich zurückzulehnen und zu sagen, damit haben wir nichts zu tun. Wir sind ganz anders. Und tatsächlich, wenn man sich die Werbung für Tafelwasser genau ansieht, stellt man fest, dass dort niemand behauptet und auch nie jemand behaupten wird, dass in Flaschen abgefülltes Wasser gesünder sei als Leitungswasser. Und zwar ganz einfach, weil das auch nicht der Fall ist. Wir müssen den Menschen einen Anreiz zum Umdenken geben und in gewisser Weise in Flaschen abgefülltes Wasser beinahe uncool machen. Schätzungen der Regierung und der Industrie zufolge stammen etwa 40% des in Flaschen abgefüllten Wassers aus der städtischen Wasserversorgung. Heute verkauft uns eines der größten Unternehmen für abgefülltes Wasser in Kanada schlicht nochmals gefiltertes Leitungswasser. Während einige Abfüller in der Tat andere Mineralien zusetzen, um einen gleichförmigen Geschmack beim Wasser zu erzielen, verändern andere überhaupt nichts am Wasser. Und als Konsumenten haben wir keine Möglichkeit, das zu wissen. Wenn jemand schlicht Leitungswasser in Flaschen abfüllt, sollte das auf dem Etikett stehen. In den frühen 90ern war in Flaschen abgefülltes Wasser immer noch ein Nischenprodukt, ein Produkt für Yuppies. Zur Zeit, als Seinfeld in den USA auf Sendung ging, lag der Umsatz bei 100 Millionen Dollar. Etwa zur Zeit, als Seinfeld abgesetzt wurde, ungefähr 9 Jahre später, explodierten die Zahlen auf 5 Milliarden. Wie kam das zustande? Die Öffentlichkeit versteht nicht vollständig, wie wir das Wasser in unseren öffentlichen Wasserwerken, in unseren städtischen Behörden bereitstellen, wie das Wasser gesammelt wird, wie es aufbereitet wird, die Standards, die es erfüllen muss. Es gibt hier also ein Problem in Sachen Aufklärung. Ich glaube, all diese Dinge tragen zu einem wachsenden Misstrauen in unser Leitungswasser und der sich verbreitenden Annahme bei, dass, weil wir so viel für in Flaschen abgefülltes Wasser zahlen, es automatisch besser sein müsse, obwohl es oftmals gar nicht besser ist. Wir haben uns also aufgemacht, die RC Harris Wasseraufbereitungsanlage in Toronto zu besuchen, um zu sehen, wo unser Wasser herkommt und wie es aufbereitet wird. Okay, wir sind hier also mit Ron Brilliant. Er ist der Direktor der RC Harris Wasseraufbereitungsanlage. Wie geht es Ihnen heute, Ron? Gut. Also, dürfen wir jetzt gleich sehen, was in dieser Anlage vor sich geht? Jawohl, es ist eine sehr interessante Anlage. Okay, dann los. Man kommt hier nicht so einfach rein. Wir haben Sicherheitspersonal hier. Schau an, eine Lektion gleich zu Anfang. Man kann hier nicht einfach reinmarschieren.
Toronto bezieht all sein Wasser aus dem Ontario-See. Zulaufleitungen reichen 2 bis 3 Kilometer in den See hinein, um Wasser in Anlagen wie RC Harris zu leiten, wo es einen umfangreichen Aufbereitungsprozess durchläuft. Diese Anlage ist eine der größten in Nordamerika und definitiv eine der größten in Kanada. Sie liefert etwa 40% des Wassers für Toronto Stadt und die Region York. Es verfügt über eine Pumpkapazität von 1 Milliarde Litern pro Tag. Wow. Ja, das ist genug Wasser, um das Olympiabecken in 3,8 Minuten zu füllen. Wir befinden uns jetzt streng genommen im Zentrum des Aufbereitungsprozesses. Dies ist das Filtergebäude. Es ist 250 Meter lang und was wir hier sehen, sind die Filter selbst. Wir haben 40 Filter in dieser Anlage. Wasser aus dem Ontariosee durchläuft einen intensiven 5-Stufen-Prozess, um sämtliche Partikel, Sediment, Bakterien und Viren aus dem Wasser zu entfernen. Wo wir uns jetzt gerade befinden, nennen wir das Kontrolllabor. Was man hier sieht, ist, wie wir das Wasser aus jedem Bereich der Anlage dorthin, wo etwas damit geschieht, leiten. Wir bereiten also das Wasser direkt aus dem See zu Trinkwasser auf. Und was hier passiert ist, dass wir in allen Leitungen, überall in der Anlage, alle Arten von Instrumenten haben und dass wir mit diesen das Wasser permanent auf unterschiedliche Dinge untersuchen. Fluorid, Trübung und unsere Instrumente zeichnen dies in jeder Sekunde auf. Zusätzlich nehmen wir 12 Proben am Tag und schicken diese an unser voll ausgestattetes Labor zur vollständigen Analyse. Das Wasser wird ständig überwacht und getestet und täglich gehen Proben aus dem Trinkwasser in der ganzen Stadt an das Toronto Wasserlabor. Wir bieten den Probenahmeservice an und führen außerdem sämtliche analytischen Untersuchungen für die Toronto Wasserwerke durch, um sicherzustellen, dass unsere Proben den Wasserqualitätsrichtlinien, den sogenannten Ontario Trinkwasserstandards, gerecht werden und diese sogar noch übertreffen. Die häufigsten Tests, die wir durchführen, sind mikrobiologische Untersuchungen und diese werden alle 6 Stunden beim Endprodukt durchgeführt. Unser Wasser wird von einem hochprofessionellen und qualifizierten Mitarbeiterstab produziert. Nach der Arbeit kommen sie alle nach Hause und trinken mit ihren Familien dieses Wasser. Genau wie ich. Wir wissen, dass alle unsere Qualitätskontrollparameter den Trinkwasserstandards gerecht werden oder diese sogar noch übertreffen. Es ist wirklich sicher, das Wasser zu trinken. Indessen arbeitet die Abfüllindustrie gemäß anderen Richtlinien, obwohl in Flaschen abgefülltes Wasser und Leitungswasser beide für dieselben föderalen Richtlinien für Trinkwasserqualität einhalten müssen, wird in Flaschen abgefülltes Wasser wie ein Nahrungsmittel reglementiert und somit hat die Industrie die Möglichkeit, ihr Wasser selbst zu kontrollieren. Leitungswasser wird täglich untersucht und wenngleich die Abfüller ihr Wasser ebenfalls testen, so gibt es jedoch keine Regierungsrichtlinien dafür, wie oft sie diese Tests durchführen müssen und die kanadische Lebensmittelaufsicht muss die Abfüllanlagen lediglich alle 3 bis 6 Jahre inspizieren. Und wenn in Flaschen abgefülltes Wasser aus dem Ausland importiert wird, dann liegt es einzig im Ermessen der Abfüllindustrie, ihre eigenen Anlagen zu inspizieren. Als wir erfuhren, dass ein pharmazeutisches Labor in Montreal unabhängig in Flaschen abgefülltes Wasser auf Bakteriengehalt testete, entschieden wir uns dort einmal selbst vorbeizuschauen. Eine der am häufigsten publizierten Studien, die Sie durchgeführt haben, war in Zusammenhang mit in Flaschen abgefülltes Wasser. Können Sie mir etwas über die Studie erzählen und wie die Sache anfing? Vor 2 Jahren wurde eine unserer Angestellten krank, nachdem sie Wasser aus einem Spender hier in der Firma getrunken hatte. Wir fingen an, uns das Ganze einmal unter mikrobiologischen Gesichtspunkten anzusehen, ob es da nicht einen Zusammenhang mit dem Wasser gäbe. Zu unserer Überraschung fanden wir heraus, dass das Wasser hochgradig kontaminiert war, hochbelastet mit Bakterien. Dann testeten wir die anderen Flaschen, die dieselbe Marke Tafelwasser enthielten, und wir fanden die gleich hohe Bakterienbelastung. Also gingen wir in den normalen Supermarkt und kauften 10 der meist konsumierten Tafelwassermarken in Montreal. Und so begannen wir unsere Studie und die Resultate waren so interessant, dass wir nicht umhin konnten, mit der Forschung fortzufahren. Und was zeigten die Resultate dieser Studie? 70% des meist konsumierten in Flaschen abgefüllten Wassers in Montreal ist kontaminiert mit solch hohen Belastungen an Mikroorganismen.
Es war eine Überraschung für uns. Man trinkt Wasser aus dem Spender, aus Flaschen, und dann findet man solch eine hohe Belastung an heterotrophen Mikroorganismen darin. Haben Sie auch Tests mit Leitungswasser durchgeführt? Ja, haben wir. Wir waren überrascht zu sehen, dass Leitungswasser im Vergleich zu in Flaschen abgefülltem Wasser mit deutlich weniger Mikroorganismen kontaminiert war. Und ich kann behaupten, dass man Leitungswasser deutlich unbedenklicher trinken kann, mikrobiologisch unbedenklicher, im Vergleich zu den 70% diverser auf dem Markt erhältlichen Tafelwassermarken. Was diese SeaCrash-Studie gezeigt hat, ist, dass in Flaschen abgefülltes Wasser genauso anfällig für Kontamination ist wie die städtische Wasserversorgung und keine der beiden Quellen als sicherer als die andere erachtet werden kann. So ist es nicht überraschend, dass es seit 2000 bislang 29 offizielle Rückrufaktionen von Tafelwasserprodukten in Kanada gab. Eine der Zahlen, die man häufig hört, ist, dass 40% allen Tafelwassers tatsächlich aus städtischen Leitungen stammt. Wo kommt also der Rest her? Tja, eine Menge davon kommt aus Aquiferen, wie diese hier, über der ich gerade stehe. Grundwasseraquifere sind unterirdische wasserführende Schichten, die zwischen Sand, Erde und Gestein unter unseren Füßen liegen. Das Problem ist, wenn man Brunnen baut, um diese Aquiferen anzuzapfen, wird häufig das Grundwasser viel schneller abgepumpt, als sich dies auf natürliche Weise wieder neu anreichern kann. Also besteht ein hohes Risiko, diese Reservoirs zu erschöpfen, wenn sie nicht nachhaltig genutzt werden. Wir müssen also sehr vorsichtig mit dem Grundwasser umgehen, insbesondere wenn es im industriellen Maßstab zur kommerziellen Nutzung abgebaut wird. Und in Ontario bestimmt das Umweltministerium die Vergabe von Genehmigungen zur Nutzung von Grundwasser an die Industrie. Die Befugnis zum Wassernutzungsrecht, die vor Jahrzehnten von der Provinz erlassen wurde, war niemals dafür gedacht, Wasser zu entnehmen, in Plastikflaschen abzufüllen und mit großem Profit zu verkaufen. Sie war für Kommunen gedacht, damit diese ihren Einwohnern eine Wasserversorgung sichern konnten. Sie war für Landwirte gedacht, damit wir überblicken konnten, wie viel Wasser aus Flüssen oder Seen entnommen wurde. Und dann war sie noch für die produzierende Industrie gedacht. Es war nie geplant, dass jemand das Wasser entnehmen würde und damit einfach so ohne jede weitere Wertschöpfung Geld machen würde. Außerdem glauben wir, dass das Abfüllen in Plastikflaschen den Wert des Wassers für die Gesellschaft eher schmälert und sogar schadet. Es verletzt eine der prinzipiellen Forderungen des Umweltministeriums, die da lautet: Können zukünftige Generationen davon profitieren? Nein. Wie könnte jemand gegenteilig argumentieren? Die meisten Provinzen stellen ihr Wasser der Abfüllindustrie kostenfrei zur Verfügung. Wenn sie Gebühren erheben, dann allenfalls einen lächerlich kleinen Betrag. In Ontario gibt es so etwas wie eine Gebühr für industrielle Wassernutzung. $3.71 für 1 Million Liter Wasser. Ich meine, das ist schon fast eine Beleidigung. Sie nehmen nicht ein bisschen von hier und ein bisschen was von dort. Sie müssen eine Anlage bauen und sie müssen das Wasser von einer bestimmten Quelle entnehmen. Von einer Quelle, einem Grundwasserleiter, einem Fluss oder was auch immer. Und sie pumpen dann das ganze Wasser aus dieser einzigen Quelle. Und man wird die LKWs auf dem Highway fahren sehen, manchmal im Sekundentakt, wie sie das Wasser zum Abfüllen in eine Fabrik bringen. Und so nehmen sie Einfluss auf einzelne Wasserquellen. Und dieser Punkt ist wichtig zu verstehen. Der Fairness halber muss erwähnt werden, dass die Tafelwasserindustrie weniger als 1% des verfügbaren Frischwassers aus den entsprechenden Wassereinzugsgebieten in Anspruch nimmt. Doch das Problem bei in Flaschen abgefülltem Wasser liegt nicht darin, wie viel Wasser entnommen wird, sondern in der Tatsache, dass eine einzelne Anlage über einer Quelle errichtet wird und damit diese Wasserquelle plötzlich zur Trinkwasserquelle für Millionen Menschen außerhalb des Wassereinzugsgebietes wird. In den meisten Ländern dieser Welt träumen die Menschen davon, über Wasser zu verfügen, über sauberes Wasser, das aus dem Hahn kommt, anstatt aus der Plastikflasche. Und trotzdem, nun da wir in solchem Überfluss leben, glauben wir, dass eine solche Wegwerfgesellschaft besser und sauberer für uns sei. Hätte man sämtliche Wasserflaschen von letztem Jahr, nur die Wasserflaschen, nicht die ganzen anderen Flaschen, Bier, Orangensaft oder was auch immer, nur Wasser, Ende an Ende aneinandergereiht. So viel werfen wir weltweit weg. Wir hätten 65 Mal die Strecke von hier bis zum Mond und wieder zurück. Ich meine, denken Sie bloß an den ganzen Müll, den wir unnötig produzieren. Kanadier trinken eine Menge in Flaschen abgefülltes Wasser und einer der besten Wege, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel wir trinken, besteht darin, einmal zu einer städtischen Abfallverladestation wie dieser hier in Toronto zu gehen, wo nahezu die Hälfte des wiederverwertbaren Abfalls der Stadt sortiert und verladen wird, bevor er weiter zum Recycling geschickt wird.
Man muss sich nur diesen Berg Recyclingmüll hinter uns etwas ansehen und es dauert nicht lange, bis man eine ganze Menge Plastikwasserflaschen gefunden hat. Etwas, das wir nicht brauchen und etwas, das ganz und gar unnötig ist, wenn wir hochwertiges, sauberes Leitungswasser aus öffentlicher Hand haben. Ich bin hier bei John Baltry, dem hiesigen Betriebsleiter. Hey John, wie geht's Ihnen heute? Ich freue mich, dass ihr hier seid. Selbstverständlich bekommen Sie hier eine Menge Plastikmüll in der Recyclingeinrichtung wie dieser hier. Können Sie mir in etwa verraten, wie viele Wasser- bzw. PET-Flaschen Sie hier reinbekommen? In dieser Anlage erhalten wir im Durchschnitt 300.000 Einzelportionsflaschen aus Plastik. Welchen Anteil haben diese insgesamt am städtischen Recyclingmüll? Sie machen einen Anteil von etwa 45% aus. Das heißt, insgesamt kann man mit Sicherheit sagen, dass täglich etwa 700.000 dieser Flaschen durch unsere Hände gehen. Und das sind nur die Wasserflaschen? Nur die Wasserflaschen, korrekt. Zählte man die anderen Softgetränkeflaschen und dergleichen dazu, dann wären wir bei über 1 Million Flaschen am Tag, die unsere Anlagen durchlaufen. Was passiert mit den Plastikflaschen, wenn sie hier ankommen? Tja, wie ihr sehen könnt, ist das ein ganz schönes Durcheinander hier. Der Prozess sieht so aus, dass der Müll zunächst maschinell und dann von Hand sortiert wird. Schließlich erhalten wir einen ganzen Strom, der nur aus Plastikflaschen besteht. Wir verladen ihn und schicken ihn weiter auf die Reise. Wenn die Flaschen nicht hier enden, wo kommen sie dann hin? Die Ausbeute liegt ja offensichtlich nicht bei 100%. Nein, wenn sie nicht hierher kommen, kommen sie auf die Müllkippe. Für Toronto bedeutet das, dass mindestens 65 Millionen Plastikwasserflaschen pro Jahr auf der Müllkippe landen. Und auch wenn der Müllberg, den wir gesehen haben, komplett recycelt wird, so ist Recycling ein sehr energieintensives Verfahren. Und wenn wir Energiesparen wirklich ernst nehmen wollen, dann müssen wir Müll vermeiden, anstatt auf Recycling zu bauen als Patentlösung für all unsere Probleme. Und wenn es eine Sorte Müll gibt, die sich leicht vermeiden ließe, dann ist es das Kunststoff von Wasserflaschen. And if there's one form of waste we can easily avoid creating, it is plastic from bottled water. Die Energiekosten, die beim Abfüllen von Wasser anfallen, sind beachtlich. Es kostet eine riesige Menge Energie, um den Kunststoff herzustellen, die Abfüllanlage zu betreiben, den Müll zu entsorgen, das Wasser zu kühlen und das in Flaschen abgefüllte Wasser, von wo es produziert wird, dorthin, wo es konsumiert wird, zu transportieren. Das sind Energiekosten und auf lange Sicht eine enorme Belastung für die Umwelt, die die Konsumenten nicht sehen und für die die Menschen am Ende die Quittung in Form von Umweltschäden zahlen müssen. Wenn man eine Plastikwasserflasche nähme und sie mit der Menge Öl füllte, die zu ihrer Herstellung benötigt wurde, dann wäre sie zu etwa einem Viertel mit Öl gefüllt, was eine entsetzliche Vorstellung ist. Und wenn man bedenkt, dass uns allen die Energie ausgeht, während wir dabei sind, Plastikwasserflaschen für Wasser herzustellen, obwohl es Wasser aus der Leitung gibt, dann ist das schlicht verrückt. In Flaschen abgefülltes Wasser ist ein Konsumartikel. Dann sollten wir diesen auch korrekt bepreisen. Tun wir etwas gegen die Umweltbelastung durch in Flaschen abgefülltes Wasser und machen wir es den Konsumenten so schwer wie möglich, Tafelwasser zu konsumieren und so leicht wie möglich auf Alternativen zurückzugreifen, präzise ausgedrückt auf sicheres, erschwingliches, verfügbares Leitungswasser. Die gute Nachricht ist, dass sich bereits eine Bewegung quer durch Kanada gegründet hat, um ein Umdenken weg von den Flaschen abgefülltem Wasser herbeizuführen. Und das Beste daran ist, es ist die jüngere Generation, die die Vorreiterrolle einnimmt. Vor 3 Jahren begannen wir mit der Wasserflaschen-Frei-Kampagne. Wir hatten uns 2 Schwerpunkte gesetzt. Einmal über den Umweltaspekt von in Flaschen abgefülltem Wasser aufzuklären und zum anderen die Universität dazu zu bewegen, tatsächlich ein Abkommen zu unterzeichnen, wodurch sie die erste wasserflaschenfreie Universität in Ontario sein würde. Das heißt ab 2013 keine Wasserflaschen mehr auf dem Campus. Ja, also wir haben sauberes Wasser in Toronto, also kann man das auch in Anspruch nehmen, richtig? Lasst sie von unseren Müllkippen verschwinden und das ist etwas, bei dem wirklich jeder seinen Beitrag leisten kann. Das ist nichts, was einer alleine hinbekommen müsste. Der ganze Kunststoff und das alles verschwindet nicht einfach von selbst. Und letzten Endes ist das schädlich. Leitungswasser ist völlig in Ordnung. Man spart Geld, man muss all das Wasser nicht kaufen, wenn man den Hahn gleich hier hat, richtig? Hier an der Universität von Guelph hat man den gesamten Campus diese wirklich tollen Trinkbrunnen installiert, sodass hier alle Studenten ihre Edelstahlwasserflaschen auffüllen können und somit helfen können, den Plastikmüll zu reduzieren. Und eines der netten Features ist dieses kleine Zählwerk hier, das einem exakt anzeigt, wie viele Einwegflaschen nicht auf der Müllkippe landen. Ziemlich cool, hm? Es gibt eine wachsende Bewegung in Städten überall in Nordamerika und Europa, die sich dafür einsetzt, es den Menschen möglichst bequem zu machen, den nächstgelegenen Wasserhahn zu finden.
Und hier in Kanada wollten wir mithelfen. Also erstellten wir eine kostenlose App für Smartphones namens Quench, die dem Nutzer den Weg zum nächstgelegenen öffentlichen Trinkbrunnen und zu Geschäften, die kostenloses Wasser und kostenloses Auffüllen von Trinkbehältern anbieten, zeigt. Wir haben eine Menge Probleme im Zusammenhang mit in Flaschen abgefülltem Wasser untersucht. Doch wohin soll es von hier aus gehen? Können wir dieses Problem einfach lösen, indem wir einfach kein in Flaschen abgefülltes Wasser mehr trinken? Realistisch gesehen werden wir von in Flaschen abgefülltem Wasser nicht loskommen. Und ob es uns gefällt oder nicht, ist es ein Teil unserer Konsumgesellschaft. Die Frage ist nur, wie viel wir davon an Orten, an denen ausreichend sicheres Leitungswasser verfügbar ist, konsumieren sollten. Vielleicht gibt es einen kleinen Ort für in Flaschen abgefülltes Wasser in Nordamerika. Doch nicht in Form dieses den Markt beherrschenden Flaschengetränks, eher in Form eines Nischenprodukts für bestimmte Gelegenheiten. So oder so nehmen wir unsere öffentliche Wasserversorgung hier als selbstverständlich hin. Und ob wir in Flaschen abgefülltes Wasser trinken oder nicht, ist unsere persönliche Entscheidung. Der Punkt ist, dass im Großteil Nordamerikas unsere öffentliche Wasserversorgung so sauber und sicher ist wie jedes Wasser, das man in der Flasche kaufen kann. Und dabei dürfen wir niemals vergessen, dass 1 Milliarde Menschen auf der Welt nicht über den Luxus verfügt, einfach ihren Hahn aufdrehen, um trinken zu können. Also ich stimme dir zu, denn trotz bestimmter Ängste, die die Menschen bezüglich Leitungswasser haben, verfügen wir immer noch über eine sehr sichere öffentliche Wasserversorgung. Und weniger in Flaschen abgefülltes Wasser zu trinken, ist so einfach. Kontrollparameter den Trinkwasserstandards gerecht werden oder diese sogar noch übertreffen. Es ist wirklich sicher, das Wasser zu trinken. Indessen arbeitet die Abfüllindustrie gemäß anderen Richtlinien, obwohl in Flaschen abgefülltes Wasser und Leitungswasser beide für dieselben föderalen Richtlinien für Trinkwasserqualität einhalten müssen, wird in Flaschen abgefülltes Wasser wie ein Nahrungsmittel reglementiert und somit hat die Industrie die Möglichkeit, ihr Wasser selbst zu kontrollieren. Leitungswasser wird täglich untersucht und wenngleich die Abfüller ihr Wasser ebenfalls testen, so gibt es jedoch keine Regierungsrichtlinien dafür, wie oft sie diese Tests durchführen müssen und die kanadische Lebensmittelaufsicht muss die Abfüllanlagen lediglich alle 3 bis 6 Jahre inspizieren. Und wenn in Flaschen abgefülltes Wasser aus dem Ausland importiert wird, dann liegt es einzig im Ermessen der Abfüllindustrie, ihre eigenen Anlagen zu inspizieren. Als wir erfuhren, dass ein pharmazeutisches Labor in Montreal unabhängig in Flaschen abgefülltes Wasser auf Bakteriengehalt testete, entschieden wir uns dort einmal selbst vorbeizuschauen. Eine der am häufigsten publizierten Studien, die Sie durchgeführt haben, war in Zusammenhang mit in Flaschen abgefülltes Wasser. Können Sie mir etwas über die Studie erzählen und wie die Sache anfing? Vor 2 Jahren wurde eine unserer Angestellten krank, nachdem sie Wasser aus einem Spender hier in der Firma getrunken hatte. Wir fingen an, uns das Ganze einmal unter mikrobiologischen Gesichtspunkten anzusehen, ob es da nicht einen Zusammenhang mit dem Wasser gäbe. Zu unserer Überraschung fanden wir heraus, dass das Wasser hochgradig kontaminiert war, hochbelastet mit Bakterien. Dann testeten wir die anderen Flaschen, die dieselbe Marke Tafelwasser enthielten, und wir fanden die gleich hohe Bakterienbelastung. Also gingen wir in den normalen Supermarkt und kauften 10 der meist konsumierten Tafelwassermarken in Montreal. Und so begannen wir unsere Studie und die Resultate waren so interessant, dass wir nicht umhin konnten, mit der Forschung fortzufahren. Und was zeigten die Resultate dieser Studie? 70% des meist konsumierten in Flaschen abgefüllten Wassers in Montreal ist kontaminiert mit solch hohen Belastungen an Mikroorganismen. Es war eine Überraschung für uns. Man trinkt Wasser aus dem Spender, aus Flaschen, und dann findet man solch eine hohe Belastung an heterotrophen Mikroorganismen darin. Haben Sie auch Tests mit Leitungswasser durchgeführt? Ja, haben wir. Wir waren überrascht zu sehen, dass Leitungswasser im Vergleich zu in Flaschen abgefülltem Wasser mit deutlich weniger Mikroorganismen kontaminiert war. Und ich kann behaupten, dass man Leitungswasser deutlich unbedenklicher trinken kann, mikrobiologisch unbedenklicher, im Vergleich zu den 70% diverser auf dem Markt erhältlichen Tafelwassermarken.
Was diese Seacrest-Studie gezeigt hat, ist, dass in Flaschen abgefülltes Wasser genauso anfällig für Kontamination ist wie die städtische Wasserversorgung und keine der beiden Quellen als sicherer als die andere erachtet werden kann. So ist es nicht überraschend, dass es seit 2000... Findet man solch eine hohe Belastung an heterotrophen Mikroorganismen darin? Haben Sie auch Tests mit Leitungswasser durchgeführt? Ja, haben wir. Wir waren überrascht zu sehen, dass Leitungswasser im Vergleich zu in Flaschen abgefülltem Wasser mit deutlich weniger Mikroorganismen kontaminiert war. Und ich kann behaupten, dass man Leitungswasser deutlich unbedenklicher trinken kann, mikrobiologisch unbedenklicher, im Vergleich zu den 70% diverser auf dem Markt erhältlichen Tafelwassermarken. Was diese Seacrest-Studie gezeigt hat, ist, dass in Flaschen abgefülltes Wasser genauso anfällig für Kontamination ist wie die städtische Wasserversorgung und keine der beiden Quellen als sicherer als die andere erachtet werden kann. So ist es nicht überraschend, dass es seit 2000 bislang 29 offizielle Rückrufaktionen von Tafelwasserprodukten in Kanada gab. Eine der Zahlen, die man häufig hört, ist, dass 40% allen Tafelwassers tatsächlich aus städtischen Leitungen stammt. Wo kommt also der Rest her? Tja, eine Menge davon kommt aus Aquiferen, wie diese hier, über der ich gerade stehe. Grundwasseraquifere sind unterirdische wasserführende Schichten, die zwischen Sand, Erde und Gestein unter unseren Füßen liegen. Das Problem ist, wenn man Brunnen baut, um diese Aquiferen anzuzapfen, wird häufig das Grundwasser viel schneller abgepumpt, als sich dies auf natürliche Weise wieder neu anreichern kann. Also besteht ein hohes Risiko, diese Reservoirs zu erschöpfen, wenn sie nicht nachhaltig genutzt werden. Wir müssen also sehr vorsichtig mit dem Grundwasser umgehen, insbesondere wenn es im industriellen Maßstab zur kommerziellen Nutzung abgebaut wird. Und in Ontario bestimmt das Umweltministerium die Vergabe von Genehmigungen zur Nutzung von Grundwasser an die Industrie. Die Befugnis zum Wassernutzungsrecht, die vor Jahrzehnten von der Provinz erlassen wurde, war niemals dafür gedacht, Wasser zu entnehmen, in Plastikflaschen abzufüllen und mit großem Profit zu verkaufen. Sie war für Kommunen gedacht, damit diese ihren Einwohnern eine Wasserversorgung sichern konnten. Sie war für Landwirte gedacht, damit wir überblicken konnten, wie viel Wasser aus Flüssen oder Seen entnommen wurde. Und dann war sie noch für die produzierende Industrie gedacht. Es war nie geplant, dass jemand das Wasser entnehmen würde und damit einfach so ohne jede weitere Wertschöpfung Geld machen würde. Außerdem glauben wir, dass das Abfüllen in Plastikflaschen den Wert des Wassers für die Gesellschaft eher schmälert und sogar schadet. Es verletzt eine der prinzipiellen Forderungen des Umweltministeriums, die da lautet: Können zukünftige Generationen davon profitieren? Nein. Wie könnte jemand gegenteilig argumentieren? Die meisten Provinzen stellen ihr Wasser der Abfüllindustrie kostenfrei zur Verfügung. Wenn sie Gebühren erheben, dann allenfalls einen lächerlich kleinen Betrag. In Ontario gibt es so etwas wie eine Gebühr für industrielle Wassernutzung. $3.71 für 1 Million Liter Wasser. Ich meine, das ist schon fast eine Beleidigung. Sie nehmen nicht ein bisschen von hier und ein bisschen was von dort. Sie müssen eine Anlage bauen und sie müssen das Wasser von einer bestimmten... $50. Wenn man bedenkt, dass das mittlere Einkommen in Kanada gegenwärtig bei durchschnittlich, ich glaube, $28.000 liegt, dann sind das 3% des Jahreseinkommens, das für etwas ausgegeben wird, das man auch umsonst bekommen könnte und tatsächlich sogar schon über die Steuern bezahlt. Wasser wird schon seit Jahrhunderten in Flaschen verkauft. Jedoch erst seit den 80er Jahren und seit man die Möglichkeit hat, leichte Flaschen aus PET-Kunststoff herzustellen, erleben wir einen wahren Boom. PET ist beständig, billig herzustellen und leicht zu recyceln. In den letzten 25 Jahren hat sich in Flaschen abgefülltes Wasser von einem Nischenprodukt zum am schnellsten wachsenden Sektor der gesamten Getränkebranche entwickelt. Und heute trinken 60% der Kanadier täglich in Flaschen abgefülltes Wasser und für einige von uns stellt diese die einzige Trinkwasserquelle dar. Ich habe seit Jahren kein Leitungswasser mehr getrunken. Ich glaube, die Vorstellung, dass dieses hier sauberer sei, ist rein psychologischer Natur. Weil es bequem ist. Bequem? Ja. Und sauberer. Das Leitungswasser, ich meine, dass da immer irgendetwas drin herumschwimmt. Ich weiß auch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht so sauber ist wie in Flaschen abgefülltes Wasser. Die Eltern sagen einem, oh, Leitungswasser ist schlecht. Trink lieber in Flaschen abgefülltes Wasser. Man übernimmt das einfach so. Gibt es da nicht einen Unterschied? Ist in Flaschen abgefülltes Wasser nicht besser aufbereitet als Leitungswasser?
Also warum glauben die Leute so etwas? Ist in Flaschen abgefülltes Wasser wirklich sauberer als Leitungswasser? Vielleicht haben sich diese Vorstellungen so verbreitet, weil wir davon überzeugt wurden, dass Tafelwasserprodukte mehr zu bieten haben als Leitungswasser. Offensichtlich ist das Phänomen schwer zu verstehen. Würden Sie denn für etwas bezahlen, wenn es etwas Entsprechendes in gleich guter Qualität, zumindest oberflächlich betrachtet, kostenlos erhältlich ist? Jedes Mal, wenn uns so ein Verhalten begegnet, neigen wir nach äußeren Einflüssen zu suchen und in der Regel beschuldigen wir das Marketing. Tatsächlich jedoch hat Marketing damit wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun. Nicht in diesem besonderen Fall. Sehen Sie, das Erste, was passierte, bevor in Flaschen abgefülltes Wasser populär wurde, war, dass Wasser populär wurde. Es gab einen riesigen kulturellen Wandel, insbesondere unter besser gebildeten, wohlhabenderen Konsumenten hin zu mehr Gesundheitsbewusstsein. Plötzlich war Gesundsein gleichzeitig cool. Genauso wie man weiße Kopfhörerstöpsel trägt, um zu zeigen, dass man ein Apple-Produkt und keinen 0815 MP3-Player benutzt. Einer der Gründe für das starke Wachstum der Tafelwasserindustrie ist, dass wir Angst vor unserem Leitungswasser haben. Oder wir mögen den Geschmack nicht. Ist also in Flaschen abgefülltes Wasser wirklich besser oder bequemer? Oder sind wir nur auf die erfolgreiche Marketingkampagne aller Zeiten hereingefallen? Dies ist Bottlegate, die Mineralwasserverschwörung. Mein Bruder und ich waren fasziniert vom Wachstum der Tafelwasserindustrie. Und wir wollten erfahren, auf welche Weise diese Industrie und unser eigenes Leitungswasser zu Hause reglementiert würden und ob es wirklich einen Unterschied zwischen den beiden gäbe. Wo kommt also Tafelwasser eigentlich her? Stammt alles davon aus entlegenen Bergquellen und Gletschern? Oder könnte es sein, dass das meiste davon nicht weit von uns zu Hause kommt? Wir wussten, dass es viele Gründe gibt, warum in Flaschen abgefülltes Wasser so populär überall in der Welt geworden war. Doch hier in Kanada ergab es für uns keinen Sinn, warum wir so viel konsumierten. Wir haben zu jeder Zeit wenige Meter von uns entfernt Trinkwasser, im Prinzip umsonst aus dem Hahn. Und trotzdem gibt es diese wachsende Tafelwasserindustrie. Eine Multimilliarden-Dollar-Industrie ist hier entstanden, die uns etwas verkauft, was uns bereits zur Verfügung steht. Und mir erscheint das ein wenig bizarr. Es ergibt keinen Sinn. Es muss eine Art kollektiver Irrsinn sein, aber die Leute laufen umher mit diesen Trinkbehältern. Sie werden es kaum glauben, aber es gab mal eine Zeit, in der man sein Haus ohne Wasser verlassen hat. Und man hat auch nie einen Gedanken daran verschwendet. Man hat sich allenfalls dann ein Wasser genommen, wenn man wo war. Wir waren nicht besessen davon, ständig einen Wasservorrat bei uns zu haben, als ob wir auf einem Trip durch die Wüste unterwegs wären. Man nennt es den On-the-Go-Lifestyle, wissen Sie? Tja, das hier ist auch ganz schön bequem und man kann es auch schön nebenher tun und es kostet mich keinen Cent, die hier an meinem Wasserhahn aufzufüllen. In Flaschen abgefülltes Wasser ist um einiges teurer als Leitungswasser. Im Schnitt ist in Flaschen abgefülltes Wasser 1.000 bis 2.000 Mal teurer als das Wasser, das wir in ähnlicher Qualität aus unserer Leitung bekommen. Wenn wir am Tag 2 Flaschen des preisgünstigsten Tafelwassers konsumieren, dann gibt der Kanadier im Durchschnitt wahrscheinlich etwa $500 abzüglich Steuern für Wasser aus. Das sind brutto etwa $750. Wenn man bedenkt, dass das mittlere Einkommen in Kanada gegenwärtig bei durchschnittlich, ich glaube, $28.000 liegt, dann sind das 3% des Jahreseinkommens, das für etwas ausgegeben wird, das man auch umsonst bekommen könnte und tatsächlich sogar schon über die Steuern bezahlt. Wasser wird schon seit Jahrhunderten in Flaschen verkauft. Jedoch erst seit den 80er Jahren und seit man die Möglichkeit hat, leichte Flaschen aus PET-Kunststoff herzustellen, erleben wir einen Wachhieb. Die Befugnis zum Wassernutzungsrecht, die vor Jahrzehnten von der Provinz erlassen wurde, war niemals dafür gedacht, Wasser zu entnehmen, in Plastikflaschen abzufüllen und mit großem Profit zu verkaufen. Sie war für Kommunen gedacht, damit diese ihren Einwohnern eine Wasserversorgung sichern konnten. Sie war für Landwirte gedacht, damit wir überblicken konnten, wie viel Wasser aus Flüssen oder Seen entnommen wurde. Und dann war sie noch für die produzierende Industrie gedacht. Es war nie geplant, dass jemand das Wasser entnehmen würde und damit einfach so
ohne jede weitere Wertschöpfung Geld machen würde. Außerdem glauben wir, dass das Abfüllen in Plastikflaschen den Wert des Wassers für die Gesellschaft eher schmälert und sogar schadet. Es verletzt eine der prinzipiellen Forderungen des Umweltministeriums, die da lautet: Können zukünftige Generationen davon profitieren? Nein. Wie könnte jemand gegenteilig argumentieren? Die meisten Provinzen stellen ihr Wasser der Abfüllindustrie kostenfrei zur Verfügung. Wenn sie Gebühren erheben, dann allenfalls einen lächerlich kleinen Betrag. In Ontario gibt es so etwas wie eine Gebühr für industrielle Wassernutzung. $3.71 für 1 Million Liter Wasser. Ich meine, das ist schon fast eine Beleidigung. Sie nehmen nicht ein bisschen von hier und ein bisschen was von dort. Sie müssen eine Anlage bauen und sie müssen das Wasser von einer bestimmten Quelle entnehmen. Von einer Quelle, einem Grundwasserleiter, einem Fluss oder was auch immer. Und sie pumpen dann das ganze Wasser aus dieser einzigen Quelle. Und man wird die LKWs auf dem Highway fahren sehen, manchmal in Sekundentakt, wie sie das Wasser zum Abfüllen in eine Fabrik bringen. Und so nehmen sie Einfluss auf einzelne Wasserquellen. Und dieser Punkt ist wichtig zu verstehen. Der Fairness halber muss erwähnt werden, dass die Tafelwasserindustrie weniger als 1% des verfügbaren Frischwassers aus den entsprechenden Wassereinzugsgebieten in Anspruch nimmt. Doch das Problem bei in Flaschen abgefülltem Wasser liegt nicht darin, wie viel Wasser entnommen wird, sondern in der Tatsache, dass eine einzelne Anlage über einer Quelle errichtet wird und damit diese Wasserquelle plötzlich zur Trinkwasserquelle für Millionen Menschen außerhalb des Wassereinzugsgebietes wird. In den meisten Ländern dieser Welt träumen die Menschen davon, über Wasser zu verfügen, über sauberes Wasser, das aus dem Hahn kommt, anstatt aus der Plastikflasche. Und trotzdem, nun da wir in solchem Überfluss leben, glauben wir, dass eine solche Wegwerfgesellschaft besser und sauberer für uns sei. Hätte man sämtliche Wasserflaschen von letztem Jahr, nur die Wasserflaschen, nicht die ganzen anderen Flaschen, Bier, Orangensaft oder was auch immer, nur Wasser, Ende an Ende aneinandergereiht, so viel werfen wir weltweit weg. Wir hätten 65 Mal die Strecke von hier bis zum Mond und wieder zurück. Ich meine, denken Sie bloß an den ganzen Müll, den wir unnötig produzieren. Kanadier trinken eine Menge in Flaschen abgefülltes Wasser und einer der besten Wege, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel wir trinken, besteht darin, einmal zu einer städtischen Abfallverladestation wie dieser hier in Toronto zu gehen, wo nahezu die Hälfte des wiederverwertbaren Abfalls der Stadt sortiert und verladen wird, bevor er weiter zum Recycling geschickt wird. Mikrobiologisch unbedenklicher im Vergleich zu den 70% diverser auf dem Markt erhältlichen Tafelwassermarken. Was diese Seacrest-Studie gezeigt hat, ist, dass in Flaschen abgefülltes Wasser genauso anfällig für Kontamination ist wie die städtische Wasserversorgung und keine der beiden Quellen als sicherer als die andere erachtet werden kann. So ist es nicht überraschend, dass es seit 2000 bislang 29 offizielle Rückrufaktionen von Tafelwasserprodukten in Kanada gab. Eine der Zahlen, die man häufig hört, ist, dass 40% allen Tafelwassers tatsächlich aus städtischen Leitungen stammt. Wo kommt also der Rest her? Tja, eine Menge davon kommt aus Aquiferen, wie diese hier, über der ich gerade stehe. Grundwasseraquifere sind unterirdische wasserführende Schichten, die zwischen Sand, Erde und Gestein unter unseren Füßen liegen. Das Problem ist, wenn man Brunnen baut, um diese Aquiferen anzuzapfen, wird häufig das Grundwasser viel schneller abgepumpt, als sich dies auf natürliche Weise wieder neu anreichern kann. Also besteht ein hohes Risiko, diese Reservoirs zu erschöpfen, wenn sie nicht nachhaltig genutzt werden. Wir müssen also sehr vorsichtig mit dem Grundwasser umgehen, insbesondere wenn es im industriellen Maßstab zur kommerziellen Nutzung abgebaut wird. Und in Ontario bestimmt das Umweltministerium die Vergabe von Genehmigungen zur Nutzung von Grundwasser an die Industrie. Die Befugnis zum Wassernutzungsrecht, die vor Jahrzehnten von der Provinz erlassen wurde, war niemals dafür gedacht, Wasser zu entnehmen, in Plastikflaschen abzufüllen und mit großem Profit zu verkaufen. Sie war für Kommunen gedacht, damit diese ihren Einwohnern eine Wasserversorgung sichern konnten. Sie war für Landwirte gedacht, damit wir überblicken konnten, wie viel Wasser aus Flüssen oder Seen entnommen wurde. Und dann war sie noch für die produzierende Industrie gedacht. Es war nie geplant, dass jemand das Wasser entnehmen würde und damit einfach so ohne jede weitere Wertschöpfung Geld machen würde. Außerdem glauben wir, dass das Abfüllen in Plastikflaschen den Wert des Wassers für die Gesellschaft eher schmälert und sogar schadet. Es verletzt eine der prinzipiellen Forderungen des Umweltministeriums, die da lautet: Können zukünftige Generationen davon profitieren? Nein. Wie könnte jemand gegenteilig argumentieren? Die meisten Provinzen stellen ihr Wasser der Abfüllindustrie kostenfrei zur Verfügung. Wenn sie Gebühren erheben, dann allenfalls einen lächerlich kleinen Betrag. In Ontario gibt es so etwas wie eine Gebühr für industrielle Wassernutzung. $3.71 für 1 Million Liter Wasser. Ich meine, das ist schon fast eine Beleidigung.
Sie nehmen nicht ein bisschen von hier und ein bisschen was von dort. Sie müssen eine Anlage bauen und sie müssen das Wasser von einer bestimmten Quelle entnehmen. Von einer Quelle, einem Grundwasserleiter, einem Fluss oder was auch immer. Und sie pumpen dann das ganze Wasser aus dieser einzigen Quelle. Und man wird die LKWs auf dem Highway fahren sehen, manchmal in Sekundentakt, wie sie das Wasser zum Abfüllen in eine Fabrik bringen. Und so nehmen sie Einfluss auf einzelne Wasserquellen. Und dieser Punkt ist wichtig zu verstehen.